einen wunderschönen guten Mittag hier bei Kochen mit Schnäppchen. Heute kam die Story schon als erstes. Was ist ein Schnäppchen? Immer billig, immer schlecht? Das braucht nicht. Wenn man etwas aufpasst und etwas um sich herum guckt, dann merkt man schon von, oh ja, es gibt mehr zu kaufen als nur im Supermarkt. Beispiel heute, mein Rindergehacktes. Mein Rindergehacktes bei meinem Marokkaner, meinen Vertrauens, wo ich dabei stehe, wie es gedreht wird. 6 Euro das Kilo. Das sind Beträge, wo man denken kann, von da kann ich schon richtiges Fleisch für essen. Ich weiß, es gibt auch Leute, die bezahlen da 15 für, bleibt trotzdem dasselbe Gehackte. Kann man nichts dran tricksen, wenn man dabei steht. So, jetzt nehme ich mir erstmal ein Täschchen Kaffee. Das ist ja bekannt. Und dann gehen wir mal schön selber, schön frisch gekocht. Ne? Selbstgemahlene Bohnen. Auch dabei wird sehr viel gepusht. Sollte man sich nicht antun. So, mein Gehacktes nehme ich mir. Und da tue ich heute nicht so schwierig drüber. Da geht eine Prise Salz rüber. Da geht was Majoran bei. Da könnte was Paprika noch beigehen. Hier noch meinen schönen selbstgedrehten Pfeffer. Der ist ja nicht schlecht. Immer nur Rouge und locker drehen. Alles kommt gut. So. Habe ich noch eine Chilischote beigemixt von letztes Jahr. Der hat also schon ein wenig Krawall in sich selber. Sollte man nicht zu real mit sein. So, jetzt drehen wir das mal eben durcheinander und dann kann das schon zur Seite. Dann hat das seine Arbeit zu tun und kann eben durchziehen. Und dann gehe ich weiter mit dem Rest. So ein nackter Hamburger ist nämlich auch nur nackt. Ne? Alleine schon duftet das Fleisch. Lecker. So Leute, das war ja nicht zu viel Arbeit, um anzufangen. Ne? Als nächstes fange ich an mit meiner Füllung. So eine Füllung ist immer wichtig. Da geht heute bei mir rein ein wenig Champignon. Auf dem Markt das Kilo 2,50, eine rote Zwiebel, das Kilo 1 Euro, Stückchen Speck im Angebot beim Metzger zufälligerweise, 2 Euro. Also die Füllung geht schon. Ich fange mal an zu schneiden und zu sibbeln schnell, damit ich weiter kann mit unserer Barbecue-Soße. Auch so etwas total überbewertetes, ne? Sind ja nur gut genug, wenn sie von den anderen Marken sind, aber das ist so eine Barbecue-Soße auch hier, ne? Eigentlich nur bestehend aus 3 Zutaten, ne? Viel Zucker, Essig und Tomatenpüree. Das ist die Basis von jeder Barbecue-Soße, die man finden kann. Und der Rest sitzt in seine eigenen Hände und Geschmack. Etwas mehr, etwas weniger, etwas dabei, trotzdem immer nur die gleiche Soße. Also nicht vergessen, liebe Leute, kauft euch nicht die teure Karte. Macht das lecker selber, schmeckt viel besser. So, Zwiebelchen sauber gemacht, eben schnell schnibbeln und das ist auch wieder getan. Immer sorgen, dass das Messer nicht zu stumpf ist. Bekommt man Unfälle mit. Ist auch nicht nötig. Wie man ein Messer schleift, weiß ja jeder. Wenn nicht,
machen hier ein Video drüber. Das sollte schon runter. Das möchte man nicht im Mund haben nachher. Fertig. Manche möchten sich nicht gewonnen geben, aber der durchsetzt, wird gewinnen. Ne? So war das immer. Und so ist das auch heute noch. Ne? So, die Füllung. Ein Zwiebelchen. Stückchen Steck dabei, kann nie schaden. Soll ja was Geschmack reinkommen. Nicht zu groß, ist ja eine Füllung. Aber soll trotzdem noch Geschmack abgeben. Champignons dabei. Da kann das erste schon wieder anfangen zu brutzeln. So Leute, das ist der Anfang, das fange ich jetzt erstmal an einzubacken, ganz ruhig, damit ich was habe, um reinzulegen. Die Soße, damit tue ich nicht schwierig, das habe ich euch ja schon gesagt, das Geheimnis, sind die Komponenten ein Drittel und ein Drittel. Also, ich fange mal an mit etwas zu kochen. Wir sind ja auch nicht. Dann nehme ich etwas Ketchup. Sag nicht welchen. Etwas Essig. Etwas Paprikapuder. Weil ich Lust drauf habe. Das rühre ich eben schnell mal ansatzweise durch. Dann hatte ich das Glück noch, ich hatte noch etwas Heißes vom letztes Jahr bei mir selber gezüchtet. Das möchte ich jetzt verarbeiten in meine Soße, damit da auch etwas drin sitzt, dass man denkt, das hat Charakter. Ne?
kann kommen mit den Fingern zu fühlen. Ne? Man weiß ja nie. Tja, das ist erstmal der Anfang. Ich tue da gleich noch was Worcestersoße bei. Und was normalen gemahlenen schwarzen Pfeffer. Drei Tropfen rum. Und ich denke, dass ich mir gleich noch etwas geräucherten Paprikapuder suche in der Küche, um beizuwürzen. Also, wir sehen uns gleich wieder am Grill, liebe Leute. So, liebe Leute, meine Champignon-Zwiebelchen und Speckchen habe ich leise gebacken. Die sollen nicht so hart gehen. Meine Soße habe ich eben auf dem Herd gesetzt mit noch etwas Bouillon, einen kleinen Schuss Alkohol. Und das war's schon. Ruhig rumgedreht, eben putzen lassen, damit all die Geschmäcker zusammenkommen. Fertig ist meine Soße. Und jetzt fange ich mal an mit vier Gehacktkübelchen zu machen. Und dann mache ich da meine Hamburger raus. Und vor allem keine Angst haben. Das Gehackte, das drückt man zusammen und das hält nachher. Das ist das Prinzip, wo ich immer von ausgehe. Und meistens passt das schon. Man sollte es nicht zu groß machen, nicht zu dick machen. Es sollte noch übersichtlich bleiben. Und nachher auch fertig zu backen sein, natürlich. Ja. Und noch zwischen unsere Brötchen passen. So, Trick à la Trick. Trick. Einfacher kann man sich das Leben nicht machen. Fahr mal hin, fahr mal her. Und irgendwann hat man einen perfekten Hamburger. Wir mögen heute dünne Hamburger. Je dünner und größer, je besser. Also aufpassen, dass die ganz bleiben. Zwischendurch mal umdrehen, die andere Seite fühlt sich vernachlässigt. Das sollte ja unbedingt nicht passieren, ne? Ein Hamburger, der böse ist, das könnte ja mal schief gehen, ne? Wer bekommt den ersten Burger heute? Das sage ich lecker nicht. Nicht schlecht, ne? Aber so geht es vielleicht etwas einfacher. Das hat aber niemand gesehen. So, liebe Leute, da fangen wir mal an mit der richtigen Arbeit. Etwas hiervon. Nicht gleich am Anfang übertreiben, das bringt nichts.
nodig, ich mache meine andere Planke diese Seite aus. Ich hatte nämlich gesehen, dass hier noch was Käse liegt. Auch so eine Sache, ne? Man kann sich das natürlich kaufen im Supermarkt. Man kann sich auch seine alte Stückchen Käse an der Seite legen. Und dann irgendwann kommt der Tag, dass man denkt, oh ja, hätte euch lieber der Käse, ne? Und wenn es nur auf so einen Tag wie heute ist, ne? Und so ein Tag ist wunderschön, ne? So, was ist das denn? Och, liegt das hier rum? Was sind das für Leute? Haben die Stückchen Mozzarella rumliegen? Könnte ich auch dabei, ne? Wenn du vor dem Mozzarella noch eben etwas Barbecue-Soße drauflegst, ne? Dann kann der noch etwas runtersacken, naja, ne? Ich bin nicht geizig. Ich habe aber gerade schon mal probiert, ohne dass jemand das gesehen hat. Ich weiß, wie heiß das ist. Und mit heiß meine ich pikant heiß. So, den legen wir auch mal wieder auf die Folie, ne? Wer es nicht vorher tut, muss es hinterher tun, ne? Ah, da ist er ja schon wieder. So, die Falte mache ich nochmal zu. Die Falte auch. Und jetzt kriegen wir aber Trick wieder. Lege ich den da drauf. Und fange jetzt vorsichtig an, den so viel wie möglich zu verschließen von der Seite. Seite, oben, unten, überall wo man gerne drücken möchte, hier darf man halt drücken. Wenn man es nur mit Gefühl tut. So. Stückchen Massageplastik wieder dabei, ne, liebe Leute. Spielen, ne? Man vertraut die andere Seite ja nicht, ne? Immer so einfach. Ho! Wer saß da bei meinem Kaffee? Ich hab den immer im Auge. So, liebe Leute. Davon denke ich, dass es schon mal aussieht wie ein Hamburger, ne? Jetzt bringen wir den mal raus, wenn ich meinen zweiten gemacht habe. Der Kollege möchte ja auch was zu essen da hinter der Kamera, denke ich, diese Woche, ne? So. So, mein zweiter Burger ist auch fertig. Das im Papier ist Paprika, ne? Nicht ich sagen, nichts los. Jetzt gehen wir mal raus und schmeißen wir die auf den Grill. Da sehen wir uns gleich mal draußen, bitte. Tschüss. So. Wenn er es nicht im Kopf hat, muss er seine Finger haben. Ne? Aber man sollte schon beide Seiten etwas ölen, sonst geht das nicht so gut. Thank you.
ich schnell meine Käse holen. Nicht zu weit vom Feuer weg. Wer hat meine Brötchen geklaut? Also. So. Die Brötchen auch dabei. Jetzt sollte es eigentlich weit fertig sein. So, jetzt eben den Grill zu, damit der Käse eben schmelzen kann. Und dann haben wir eine gute Sache gemacht heute, denke ich. So Leute, ein Vitaminchen ist jetzt auch gedacht natürlich. Ne? Man gönnt sich ja sonst nichts. Der Käse ist was geschmolzen. Also fangen wir mal an. Ne? Dass die hier immer kein Messer liegen für mich. So, ein wenig Mayo drauf, damit da was Gegengewicht ist. Ein Blättchen Salat, man soll es nicht gleich übertreiben. Ein Stückchen Hamburger. Ein paar Tomätchen, ein paar Zwiebelringe, einen Kopfdeckel, ja,
bitte. Sieht das nicht gut aus? Ketchup und Mostrich kann man sich drinnen drauf tun. Ich sehe euch gleich wieder. So, liebe Leute, die Hamburger sind fertig. Mir bleibt nur noch eines, euch zu sehen lassen, wie es aussehen kann. Unsere kleine, schnelle, gefüllte Hamburger für den Samstagstisch. Ich wünsche euch später ein schönes Wochenende und bis am nächsten Video, bitte. Tschüss!